So, mal, Leute, wir sind jetzt hier in Christiania. Das ist ja dieser Freistaat, der also an diese Stadt Kopenhagen angrenzt. Das ist hier alles voll mit allem. Ja, ich glaube, hier gibt es nichts, was es nicht gibt, oder? Ja. Ja. Wir haben so einen Troll noch gefunden. Hier macht einer Gemüse am Start. Die im Kram verkaufen. Teuer. Bitte? Teuer, oder? Ich meine, es wird sich so, wenn es halt alles einfach mal ultra teuer ist, so will es ja auch keiner haben. Ne? Muss ja auch irgendwie. Also ich war früher ja viel auf Reisen, auch alleine mit dem Rucksack, als Anna noch ihr Abitur zu Ende machen musste. Ja. Und da habe ich auch mal einen kennengelernt, oder mehrere Leute kennengelernt, die waren schon öfter hier. Das war aber auch vor 8 Jahren oder so. Und haben dann erzählt, wie das halt hier ist und dass das ein freier Ort ist, wo du im Prinzip machen kannst, was du willst und wo es letztendlich keine, keine Regeln gibt. Ja, aber genauso, ich meine, hier kommt auch viel anderes Zeug zusammen, Kunst und Kohle, ne? So. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass das Leute sind, die so ein bisschen nichts machen wollen in ihrem Leben oder vielleicht auch einfach ein bisschen verloren sind so. Vielleicht sind das ja auch Leute, die von dieser normalen Gesellschaft so abgefuckt sind, dass die erstmal hier hinkommen müssen, um erstmal nichts zu machen, um sich dann überhaupt neu kennenzulernen. Weil du auch gar keine Möglichkeiten hast, überhaupt dich frei zu entfalten. Ne? Ja, vielleicht. Da kommt sowas zustande. Ich glaube, vor 30 Jahren war das cooler hier. Ja. Da war das das, was es wirklich mal war. Ja. Und jetzt ist es einfach nur noch so ein Überbleibsel einer coolen Zeit. Bevor Anna ihr Abitur fertig hatte. Und da habe ich auch immer mal wieder Leute getroffen, die gesagt haben, ey, wenn du ein freies Leben willst, wenn du dich ausleben willst, wenn du neue Sachen ausprobieren willst, dann komm nach Kopenhagen, Christiania. Das ist ein Freistaat, da kann man machen, was man will. Aber wenn ich jetzt gerade hier war, denke ich mir so, ja, irgendwie ist das mehr so ein Hotspot für Drogis. Ja, und ich glaube auch, dass das auch ein Ort ist, wo du dich schnell verlierst und deine Zeit vergisst und irgendwie so hängen bleibst. Gut, da gibt es jetzt kein Hotel oder so. Da gab es natürlich Christian, ja. Nein, ich meine von deinem Leben her. Ach so. Dass du da irgendwie so, ja, scheißegal, ich bleib jetzt mal eine Weile hier und dann vergeht ein Jahr, vergehen 2 Jahre und irgendwie ist dein Leben so weg. Also meiner Meinung nach, ich glaube vor 30 Jahren war das ein cooler Ort und die Idee an sich ist ja nicht schlecht. Aber es hat sich irgendwie, so hat es sich jetzt für mich angefühlt, so als Puri Attraktion. Ja. Das merkst du auch, weil ein Stand nach dem anderen da war. Ja. Die haben dir entweder ein Kunsthandwerk verkauft, Schmuck oder halt Drogen. Ja, und halt einfach ein Platz, wo sich solche Leute treffen. Ja. Und muss man jetzt nicht haben, meiner Meinung nach war es so sehen. Ich war auch tatsächlich jetzt das erste Mal auf der ganzen Reise, dass ich mich unwohl gefühlt habe irgendwo in irgendeiner Gegend. Ja, da waren schon echt komische Leute, ne? Ja, dass ich so dachte, Alter, der guckt mich jetzt so komisch an. Ich guck lieber nach hinten, wenn ich an dem vorbeilaufe, weil ich ein bisschen Angst habe, vielleicht, dass der mich gleich absticht oder so. So schlimm glaube ich nicht, aber da waren schon ein paar komische Gestalten. Doch, da waren echt komische Leute und dann hatte ich schon so das Gefühl, dass ich mich da jetzt nicht unbedingt sicher fühle. Ja. Ich meine, gut, du warst jetzt da, ja, dann ist das nochmal was anderes. Aber wäre ich alleine dort, alleine wäre ich da nicht durchgegangen. Ja, wahrscheinlich nicht. Naja, also wenn ihr mal hier seid, macht eure eigene Erfahrung. Aber ich finde die Strände besser. Ja.